sechsten Takte von Hector Berlioz' römischem Karneval. Und mit dieser Musik begannen die Feierlichkeiten zur Eröffnung des Baden-Badener Festspielhauses am 18. März 1998. Ein ambitioniertes Unternehmen, das damals von den Bürgern der Oos-Metropole jedoch mit viel Skepsis beobachtet wurde. Schon im Vorfeld kamen beträchtliche Zweifel an der Zuverlässigkeit der Verantwortlichen, der geplanten Finanzierung und am Gesamtkonzept auf. Vor allem warf man dem ehemaligen Oberbürgermeister Ulrich Wendt und der sogenannten Stuttgarter Mafia um Ex-Ministerpräsident Lothar Späth vor, dieses Festspielhaus sei nicht für Einheimische gebaut worden, sondern für Besucher von außerhalb. Bereits Richard Wagner spielte Ende der 1860er Jahre mit dem Gedanken, die kleine Stadt an der Oos zum Festspielort zu machen. Und in den 1930er Jahren wollte hier Wilhelm Furtwängler ein Konzerthaus errichten. 50 Jahre später setzte sich dann Ermano Senz Großholz, Kulturmäzen und Präsident des Komitees zur kulturellen Förderung Baden-Badens für ein Festspielhaus ein. Manch einer hörte hier wohl schon die Kassen klingeln und sprang begeistert auf diesen Zug auf. Als aber das Bauprojekt 1994 konkretere Formen annahm, spielte Senz Großholz keine Rolle mehr. Das Komitee hatte ausgedient. Nach außen hin stellte man das Baden-Badener Festspielhaus als einen privat finanzierten Kulturbetrieb dar. Doch die Realität sah ganz anders aus. Stadt und Land beteiligten sich am Bau und Inbetriebnahme, ganz zu schweigen von den komplizierten Konstrukten der beteiligten Tanja Grundstückverwaltung und der Stuttgarter Dekra Promotion, die Baden-Baden zur finanziellen Absicherung verpflichteten. Dazu kamen Eintrittspreise von bis zu 600 D-Mark, unerschwinglich für normale Konzertbesucher. Die Pläne des Wiener Architekten Wilhelm Holzbauer verbanden das alte Baden-Badener Bahnhofsgebäude, das vom Abriss bedroht war, mit einem modernen Anbau. Als sich am 18. April 1998 die Türen des Festspielhauses für das Publikum öffneten, gab es zur Feier des Tages gleich zwei Konzerte. Am Vormittag mit dem damaligen SWF-Sinfonieorchester unter der Leitung von Michael Gielen und am Abend mit dem World Orchestra for Peace und dem russischen Dirigenten Valery Gergiev, der für den kurz zuvor verstorbenen Star-Dirigenten Sir Georg Scholti eingesprungen war. Schlechtes Marketing und fehlende Werbung führten dazu, dass selbst an diesem Tag die Ränge halb leer waren, von musikalischer Prominenz war im Publikum keine Spur zu finden. Und auch die Besucherzahlen der nächsten Veranstaltungen waren ein Desaster. 3 Monate nach dem Eröffnungskonzert drohte dem hochgepriesenen Festspielhaus die Insolvenz. Sagen Sie mir, was mach ich da? Die Rolle des Retters in der Not übernahm Andreas Möhlich-Zebhauser, damals noch Geschäftsführer der Deutschen Ensembleakademie und des Frankfurter Ensemble Modern. In Baden-Baden sollte er als künstlerischer Leiter, Intendant und Geschäftsführer in einer Person das Haus wieder auf Vordermann bringen. Und das ist ihm innerhalb kürzester Zeit auch gelungen. Heute sitzt das Festspielhaus sicher im Sattel.